Ich selber bin vom Herrn Minhardt zur Richtung vorgestellt worden. Ich bin meine letzte Verwendung war Oberstaatsanwalt München 2. Auf der ganze Kreis hier auch dazu gehört. Da waren wir Schwerpunktstaatsanwalt für Wirtschaftssachen. Da hat also der ganze Kreis Braunstein dazu gehört, Rosenheim sowieso. Und bin aber seit 2007 dann aus dem Staatsdienst ausgeschieden, wollte in Ruhe meine Pension genießen mit Weltreise und mit Skifahren und was man so drauf hat, halt Radfahren natürlich, Sport machen. Junge Mädchen. So. Bitte? Junge Mädchen. Meine Frau ist zwar 14 Jahre jünger als ich. Das kann ich nicht versichern, das reicht. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Das ist so gesagt. Ja, wollte ich eigentlich, gell? Ich habe Politik schon immer mitverfolgt. Ich habe den Koreakrieg noch mitgekriegt, persönlich. Ich habe selber noch das Endspiel in Bern gegen Ungarn, das sind 54 im Fernsehen gesehen. Koreakrieg weiß noch, Adenauer, die ganze Adenauer-Zeit und alles, und habe den Wandel mitgekriegt, den ganzen, persönlich. Und dann habe ich natürlich aus dem Studium dann öffentliches Recht und Verfassungsrecht. Verfassungsrecht ist nicht schwierig, ja. Staatsrecht, Verfassungsrecht ist nicht schwierig. Da ist Strafrecht ein Teil schwieriger, schwierigste Zivilrecht und dann bestimmte Spezialrechtsgebiete. Ja, Verfassungsrecht war dann nicht schwierig, weil ich den ganzen Staatsaufbau und so weiter mitgekriegt habe und das, worum es dann so ging. Jetzt konnte ich das, was natürlich jetzt um den Verfassungsschutz geht, da auch einordnen. Es ist so, die Bundesrepublik ist ja nicht aus nichts entstanden. Man muss also mal wissen, als Grundvoraussetzung, das Deutsche Reich hatte nach dem Zweiten Weltkrieg kapituliert. Das heißt, wenn Sie Staatselemente... Die Wehrmacht hat kapituliert, das ist korrigiert, die Wehrmacht. Nein, bitte, jetzt nicht neidigen. Kapituliert, bedingungslose Kapitulation. Wenn wir die drei Elemente eines Staates nehmen, Staatsvolk, Staatsgebiet, Staatsgewalt, dann heißt Kapitulation, die Staatsgewalt geht auf den Sieger über. Das ist die Kapitulation. Und die Staatsgewalt setzt sich ja zusammen aus Staatsgewalt nach innen, ne? Polizei und Verwaltung und alles, und Staatsgewalt nach außen, die Armee. Beides ging auf die Alliierten über und ging es um die Frage, wie geht's weiter. Dann kam ja schon mal gleich der Ost-West-Konflikt, das heißt, kommunistische Lager, UdSSR, Stalin, wollten ja weitermachen. Die haben ja ihre Armee nicht abgerüstet, im Gegensatz zu den Alliierten, sondern wollten weitermachen auf allen Ebenen und die Weltherrschaft antreten, Weltherrschaft an sich bringen. Das war dann auch der Auslöser für den Koreakrieg. Da haben die Amis zum ersten Mal gesagt, jetzt Feierabend. Und das ist die Nachwirkung, ist ja heute noch zu sehen. Korea, Nordkorea, Südkorea. So, also hat man dann nach B-Zone, Drittzone sich entschieden, dass man einen Staat wieder gründet. Das heißt, dass eine Staatsgewalt man wieder schafft, die von den Deutschen selber, zumindest im Wesentlichen, wieder gehandhabt wird. Also die Gründung der Bundesrepublik mit dem Grundgesetz. Das Grundgesetz hatte bestimmte Elemente zu enthalten, zwei wichtige Elemente. Das eine war sozusagen Gegenentwurf zum Nationalsozialismus, im Dritten Reich, als Gegenentwurf. Das ist bis heute ja, steckt es ja noch im Grundgesetz und in der Politik drin. Mehr denn je, kann man fast sagen. Und das andere war schon als Gegenposition zum Kommunismus, ja, zum Herrschaftsanspruch des Kommunismus. Das heißt, dann hat man schon entsprechende Vorkehrungen ins Grundgesetz reingeschrieben, Parteiverbot von 21 Absatz 2 oder was. Ich würde es nicht extra nachschauen, immer. Es kann sein, dass ich mal die eine oder andere Vorschrift, die nicht ganz genau sitzt. Ich kann das immer selber nachlesen. Bei mir übrigens ein Gabentisch, den habe ich mitgebracht, Grundgesetz. Wenn da jemand sich bedienen will, weil er noch kein Grundgesetz hat, kann er nachher eins mitnehmen. So, also wurde die Bundesrepublik gegründet und kurz danach hat die DDR. Und dann hat man ja die Zwei-Staaten-Situation gehabt. Und dann hat sich ja herausgestellt, dass es Bestrebungen gab, die Bundesrepublik selber, jetzt sage ich mal mit meinen Worten, kommunistisch zu unterwandern, nur jedenfalls in den Herrschaftsbereich des Ostens zu bringen. Diese Bestrebungen gingen ja bis in die 70er Jahre. Ne? So, und um das, unter anderem um das abzuwehren und den Griff zu bekommen, hat man im Jahr 1950 das Bundesamt für Verfassungsschutz und nachdem wir Föderalstaat sind, die Landesämter für Verfassungsschutz ins
ins Leben gerufen. Also ab 1950 geht das Ding zurück und hat die entsprechenden Gesetze geschaffen. Und nun ist es so, das ist ein Unikat im Rahmen der westlichen Demokratien. Ich lese mal schnell aktuell das Bundesverfassungsschutzgesetz. Zitiere ich mal. Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden. So, Sammlung, Auswertung, bla bla bla. Über Bestrebungen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, den Bestand und die Sicherheit des Bundes und der Länder gerichtet. Sicherheit. Also nicht nur das Bestand, also das Eigentliche, sondern Sicherheitsfrage. Also eine Behörde zur Überwachung der Sicherheit des Staates. Und da klingelt es ja im Ohr, das hat die DDR ja auch gehabt, Ministerium für Staatssicherheit. Also es ist von der Funktion her tatsächlich auch von da. Ob man jetzt eine Parallele zur Gestapo sieht, das meine ich eher nicht. Allerdings muss ich sagen, es gab vom Dritten Reich für das Regime das sogenannte Reichssicherheitshauptamt, auch der Sicherheitsbegriff dabei, dass man das ausverdaut ist zum Staatssicherheitsministerium in der DDR. Also der Sicherheitsbegriff spielt hier immer eine Rolle. Und mit Sicherheit ist ja gemeint, nicht die Sicherheit des konstitutiven Staatswesens, sondern da ist was dabei mit dem Regime. Also die Sicherheit der Regierungsform, der Grundsätze. Es ist so, jeder Staat, auch die westlichen Demokratien, schützen sich natürlich gegen Umstürze. Umstürze, Revolution, Staatsstreich. Das läuft unter dem Titel Hochverrat. Da hat jeder Staat seine Strafvorschriften. In der Regel steht Todesstrafe drauf. Und wir haben das ja auch im 81. Und jeder Staat schützt sich auch mit Hilfe der Polizei. In den USA ist es ja das FBI und neuerdings dann die NSA. Die guckt, dass es da innen keinen Umsturz gibt. Und bei uns ging das eigentlich auch, denn das ist eine Straftat. Also man könnte an sich die Polizei einsetzen zum Ermitteln, wenn sich Verdachtslagen ergeben, dass sich Gruppierungen bilden, die einen Umsturz machen wollen. Das ist ja schön aufgeführt im 81 Gesetzbuch. Also so gesehen, um den Staat in seinem Bestand zu schützen, bei genauem Hinsehen bräuchte man gar kein Verfassungsschutzamt. Und darum gibt es sie in den westlichen Demokratien überhaupt nicht in der Bundesrepublik. Und dann gibt es nur im Osten noch, Südkorea und Japan. Japan bleibt dabei, das abzuschaffen oder hat gerade abgeschafft. Also, wir sind mit unserem Verfassungsschutzamt ein Unikat in den westlichen Demokratien. Das sagt ein bisschen was aus über, ich nenne es mal den höheren Zweck. Also, wenn man eine Behörde hat mit Ermittlungsbefugnissen, die aber parallel läuft, dem was eigentlich die Polizei macht, dann muss da ein bisschen eine höhere Sinn dahinter sein. Und der höhere Sinn ergibt sich natürlich, wenn man im Bundesverfassungsschutzgesetz den § 3 und den § 4 durchliest. Da steht das alles drin, wann sich der Verfassungsschutz was er zu tun hat. Also, es soll geheimdienstlich, es ist ein Inlandsgeheimdienst. Ein Inlandsgeheimdienst, der gucken soll im Vorfeld, wo zeigt sich was, wo sind Aktivitäten oder Zeichen dafür, dass der Staat, so wie er geschaffen wurde, die Staatsform, so wie sie geschaffen wurde, auf den nicht regulären Weg geändert werden könnte. Und damals, wie gesagt, bis in die 80er Jahre, 90er Jahre sogar, war immer gemeint, der Umsturz, die Gefahr von links. Es gab zwar Parteiverbot auch gegen rechts, DVU, und dann war noch eine, die verboten wurde vom Verfassungsgericht, aber das eigentliche Problem war, die DKP dann verboten wurde. Und was halt vom Osten her an Unterwanderung, die waren ja sehr aktiv, KGB und Deutsche Bruderstaat, die Stasi war sehr aktiv in Deutschland, in der Bundesrepublik, den Versuch zu machen, eine linke Politik reinzubringen, einen Linksruck. Und dann war ja die RAF, hat sich gegründet nach der 68er-Bewegung. Die RAF war dann eine Terrororganisation, die ist dann natürlich auch im Fall von Passend gewesen. Also der Wind hat immer von links geweht und das hat sich ja dann geändert mit der Wende 1990. Da war das Thema eigentlich durch, hätte man meinen können. Und nun hat sich, ich sage mal, das eine Interpretation aus meiner Beobachtung, ja, entwickelt eine schleichende Linksbewegung. Stück für Stück war unter dem Gewand der Konservativismus, also auf Deutsch gesagt die Sozialdemokratisierung der CDU, inzwischen der CSU, unter Merkel. Selber hat Merkel noch gewählt, 2013. Dann 2014. Gut, 2014 dann habe ich gemerkt, hoppala, da läuft irgendwas schief. Der Auslöser bei mir war ja die Islamisierung. Also was man gesehen hat auf der Straße und was halt so geschehen ist, und dann haben wir mit dem Islam beschäftigt.
und habe festgestellt, ja, Moment mal, was da drin steht, die nehmen das ja wörtlich, das ist ja nicht so metaphorisch wie die christlichen Schriften, das sind ja immer Handlungsbefehle und haben wir gedacht, das müsste öffentlich diskutiert werden, wird doch in der Zeitung übergeschrieben und so, aber es war nicht. Und dann, deswegen bin ich überhaupt zur AfD gegangen, 2014, um nochmal mich austauschen zu können über das, was ich selber beobachte, eine Wahrnehmungsfrage. So, jetzt will ich aber den Faden nicht verlieren und dann wegkommen. Die Frage war ja, wie passiert, dass ein normaler Bürger jetzt, das hat der Wien hat so schön formuliert, ein normaler Bürger plötzlich im, so schön heißt Visier des Verfassungsschutzes, also als im Beobachtungsfall ist. Und da gehört ein bisschen was dazu. Das ist jetzt, wie möchte ich sagen, da ist ein Wandel eingetreten, ja, ein Wandel. Es war ein Wandel in der Betrachtung, was ist verfassungsfeindlich. Der Verfassungsschutz hat sich ja nicht nur zur Aufgabe gemacht, im Vorfeld von Umsturzfragen tätig zu werden, sondern er sagt jetzt, wir beobachten, also wir werden tätig durch Beobachtung, wenn wir jemanden als Verfassungsfeind definieren. Eine Organisation oder eine Person. Verfassungsfeind. Zwei Fragen. A, was darf er dann tun? Und in der Tat, er darf das ganze Programm durchziehen, das geht dann bis zur Telefonabhörung und so weiter. Faulleute einschleusen bei Organisationen und, und. Also das Programm steht im Paragraphen 8 dann, was er alles darf. Manche Dinge sind mit Richtervorbehalt, aber er darf es jedenfalls machen. Bauleute, Agent-Provokateurs und so weiter. Wenn die betreffende Organisation ein Beobachtungsfall ist. Doch, Beobachtungsfall ist sie, wenn sie, wenn es Anhaltspunkte gibt, dass Verfassungsfeindliches da ist. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wer definiert, was ist ein, was ein Verfassungsfeind ist. Einfache Antwort, der Verfassungsschutz. Dann haben wir den Kreis geschlossen. Und wer ist der große Helfer des Verfassungsschutzes? Nee, die profitiert nur davon. Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht er hat bis in die 70er Jahre eine etwas strenge Rechtsprechung gehabt, wobei es in einem Punkt, nämlich mit der Religionsfreiheit, aber das ist jetzt ein eigenes Thema, hat es schon damals gegen das Recht verstoßen, gegen das geschriebene Recht und hat umgeschrieben. Ja? Also auf Deutsch gesagt, das Strafrecht sagt Rechtsbeugung. Das Verfassungsgericht hat Rechtsbeugung begangen aus strafrechtlicher Sicht. Wenn jemand fragt, kann man das verfolgen, kann ich sagen, grundsätzlich ja, ich meine, jetzt ist verjährt. Grundsätzlich ja. Man muss eine Staatsanwaltschaft finden, die dies ermittelt und anklagt. Man muss ein Gericht finden, das die Anklage zulässt und verurteilt, ein Landgericht. Man muss beim BGH, BGH müsste stark genug sein, das abzuhalten in der Revision. Und dann geht es wohin? Angenommen, bis zum BGH hält es durch das Bundesverfassungsgericht wegen Rechtsfolgung verurteilt werden. Dann geht es nachher wohin? Was machen die? Die Verurteilten legen Verfassungsbeschwerde ein beim Bundesverfassungsgericht. Und was wird das Bundesverfassungsgericht da machen? Hebt das Urteil natürlich auf und spricht die frei. Also das Verfassungsgericht, es gibt keine Instanz drüber, entscheiden über sich selber, also wird es nie funktionieren. Der Trick, ich sage Ihnen gleich, was der Trick ist. Das kennt jeder Juristen. Wie viele Juristen haben wir da? Schwemmbauer? Ich? Herr Holberder. Der Trick, der nennt sich Begriffsjurisprudenz. Das heißt, da ist ein Text, und der Text ist eben der Begriff. Ich mache jetzt einen Joke, ja, ich nehme jetzt einen Begriff, den Sie alle kennen. Ein fiktives Beispiel, ein von mir erfundenes Beispiel. Nehmen wir jetzt den Begriff Eisenbahn. Weißt du, dass es eine schöne Definition gibt vom Reichsgericht damals. Also, nehmen wir Eisenbahn. Und dann denkt man sich, 50 Jahre, 100 Jahre lang weiß jeder, was eine Eisenbahn ist. Es sind zwei Metallschienen da und da fährt was Schweres drauf mit eigener Kraft und so. Und dann kommt der Gericht mal auf die Idee und sagt, ja, Eisen ist, was weiß ich, ist ein Metall, gilt auch, das ist dann nur so gemeint, gilt auch für andere, gilt auch nicht nur für Metalle, gilt also und so weiter. Und plötzlich ist eine Straße. Definiert eine Straße auch als Eisenbahn. Also nicht mal eine Analogie, das geht nämlich auch. Nein, definiert um. Eisenbahn im Sinne des Gesetzes ist auch eine Straße. Sagt jeder natürlich, Quatsch, gell? Quatsch, ich sehe ja, das ist ja phänomenologisch klar. Nee, aber so geht das. Das hat das Bundesverfassungsgericht gemacht in Bezug auf Religion, in einem Urteil Lüth, glaube ich, oder wie das hieß. Das kann jeder mal, wenn interessiert ist, nachlesen beim Schachtschneider. Schachtschneider hat eine schöne Homepage und da hat er seine Vorträge oder Aufsätze und da kann man mal nachgucken, weil ich würde vorschlagen, Islam und Menschenwürde, die zwei Sachen, da hat er zwei schöne Aufsätze, die sind auch für einen Laien verständlich. Dort stellt er das dar, wie das passiert ist. Jedenfalls wurde der Begriff der Religionsfreiheit geschaffen und erweitert, ja, vom Verfassungsgericht. Und das hat funktioniert, solange es keinen Islam gab.
weil kein Katholik auf die Idee gekommen, sich mitten in der Hauptverkehrszeit auf die Straße zu legen und nach Mekka zu beten, ja, oder ein Tier zu schächten oder so Sachen. Das hat auf die Idee ist gar keiner gekommen und darum hat es nie Probleme geschaffen. Erst nachdem wir der Anteil der Bevölkerung immer mehr islamisch wurde, kamen so Dinge dann und jetzt ist man natürlich in Schwierigkeiten in der Rechtsprechung, denn man kann nicht mehr zurück. Obwohl es eigentlich im Grundgesetz steht ganz klar drin, dass Glaubens- und Gewissensfreiheit ist geschützt. Man darf glauben und sich bekennen, was man will, aber ausüben darf man es nur im Rahmen der Gesetze. Das ist übernommen von der Weimarer Verfassung Artikel 140 und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, das nehmen wir alles zusammen, das ist alles eins, man darf also die Religion auch ausüben, egal was zur Religion gehört und die nicht die normalen Gesetze gelten dagegen, sondern nur noch die Grundrechte der anderen, also diese weiteren. Das ist die Rechte vom Verfassungsgericht. So, und nun hat das Verfassungsgericht dann noch was weiteres gemacht, das ist jetzt in den 70er Jahren an. Jeder weiß, Grundgesetz besteht aus Grundrechten. Grundrechten sind Rechtssätze, die geben einen Anspruch oder ein Abwehrrecht. Also Grundrechte im engeren Sinne geben ein Abwehrrecht. Die Grundidee ist nämlich, dass der Bürger kein Untertan sein soll, sondern dass er Abwehrrechte hat gegen den Staat. Und diese Abwehrrechte sind alle in Grundrechtsartikeln 1 bis 19. Und nun hat das Verfassungsgericht gesagt, ja, da gibt's noch einen, da gibt's noch was, da tun wir mal ganz vorne blättern, das ist die Menschenwürde. Das Menschenwürde ist ein Rechtssatz. Das war alles gelegt, sagen wir es selbst. In den 70er Jahren hat es damit angefangen und jetzt ganz aktuell, im NPD-Urteil hat es fortgesetzt. Also, wenn die Menschenwürde ein Rechtssatz ist, dann gilt er ja auch für alle, nicht nur für den Staat. Und dann kann ich, weil das ja was Allgemeines ist, kann ich in jedem Fall, um den es so geht, kann ich daraus was ableiten. So, dann hat das Verfassungsgericht was abgeleitet, im Jahr 2012 hat es aus dem Begriff der Menschenwürde abgeleitet, dass jeder, der von außen nach Deutschland kommt und sich hier auffällt, egal oder illegal oder scheißegal, hat denselben Anspruch auf Grundsicherung wie jeder Deutsche. Da kommt es her. Da kommt es her. Hat es abgeleitet aus der Menschenwürde. Und jetzt wird abgeleitet aus der Menschenwürde, dass zum Beispiel eine Partei, die populistisch ist, also die so Parolen von sich gibt, verkürzte, das stößt damit gegen die Menschenwürde. Damit ist natürlich nicht gemeint die CDU und die Merkel. Tierwürde. Sondern das sind wir gemeint, das ist die AfD gemeint. Das war übrigens, da gibt es einen schönen Aufsatz vom Postkuhle voriges Jahr im April in der FAZ. Da hat er das dargestellt. Und jeder Kenner der Materie, bei dem hat es hier geklingelt. Ja. Das war die publizistische Vorbereitung des Angriffs auf die Existenz der AfD, der jetzt stattfindet, nämlich durch unser Verfassungsschutz. Das ist von langer Hand vorbereitet. So, also, Populismus ist verfassungsfeindlich. Da wird das abgeleitet aus der Menschenwürde. Das ist die dritte Sache. Und damit haben wir eine Vorgabe für die Verfassungsschutzbehörden, die ihnen jetzt nicht mehr einfach her und sagen, was tut da einer, der trifft sich mit anderen und sie sammeln Waffen und dann wollen sie irgendwann mal einen Aufstand machen, sondern da wird jetzt geguckt, was sagen die und was denken die. Und dann wird alles, was gesagt und gedacht wird, öffentlich unter den Prüfungsmaßstab gestellt, könnte das in irgendeiner Form gegen etwas stehen, was in der Verfassung steht, im Grundgesetz. Und zwar nach dem aktuellen Konzept des Verfassungsgerichts. Dieses aktuelle Konzept ist ja jetzt, das war vor 2 Jahren, im NPD-Urteil entwickelt oder weiterentwickelt und festgelegt worden. Auf 300 Seiten, über 300 Seiten hat sich das Verfassungsgericht dann die Ehre gegeben, zu begründen, warum die NPD nicht verboten wird. Nämlich weil es nicht bedeutungsstark genug ist, ne? Um einen Umsturz herbeiführen zu können. Das hätte man an sich auf einer halben Seite begründen können. Das heißt, ein Gericht, das sich 300 Seiten Arbeit macht, um ausführliche Deduktionen zu machen, hat sich natürlich für die Zukunft was gedacht. Ja? Und das ist der Punkt. Da ist für die Zukunft gedacht worden, wir bauen jetzt ein System auf, innerhalb dessen jeder Bürger und jede Organisation, die was von sich gibt, was jetzt sagen wir mal nicht dem allgemeinen, der allgemeinen Sichtweise oder von der Regierung vorgegebenen Sichtweise entspricht, kann man damit als Verfassungsfeind erklären. Das ist der Druck, der da stattgefunden hat. Und wer sich da genauer informieren will, der kann Institut für Staatspolitik, das ist beim Antaios Verlag, das ist sogenannter neuer rechter Verlag, ist klar, vom Thor Waldstein, das ist in 3 Stunden gelesen. Wer schützt die Verfassung vor Karlsruhe? Das heißt, der Verfassungsschutz ist ja nicht faul. Die machen es jetzt einfach so, dass sie definieren bestimmte Äußerungen
die als Meinungsäußerung einzustufen sind, dass die jetzt mit einem verfassungsfeindlichen Gehalt der Definitionen versehen. Und damit ist jemand, der, sagen wir ganz normal, dem die Regierungspolitik nicht passt, wird damit nicht mehr zur Opposition nur, sondern er ist dann ein Verfassungsfeind. Das ist auch eine Schrift dafür, die ist ein bisschen umfangreicher, die hat 50 Seiten, glaube ich, von Schüsselbrunner, Verfassungsschutz, der Extremismus der politischen Mitte. Und da sind wir beim Extremismusbegriff, der, weiß ich gar nicht, ob überhaupt im Gesetz drin steht, aber der Extremismusbegriff wird genommen, um hier eine Leerstelle aufzufüllen, im Rahmen der Meinungsäußerung. Also Extremismus heißt, ich will was ganz entschieden. Das wäre Extremismus. Was dann verfassungsfeindlich ist, bleibt natürlich der Verfassungsschutz in der Erklärung immer schuldig. Und jetzt mal Frage, wer hat schon mal Verfassungsschutzbericht gelesen oder reingeschaut? Ja, dann macht das mal, die sind alle herunterzuladen. Also soweit ist ja noch nicht, dass das geheim wäre. Die sind alle offen zugänglich, und zwar vom Landesamt für Verfassungsschutz und auch vom Bundesamt. Die sind über 300 Seiten, sind gut gegliedert, man muss also nicht alles lesen, dann kann man mal reingucken. Mich interessiert zum Beispiel, warum ist die, als Beispiel jetzt, wenn man sich interessiert, warum ist die identitäre Bewegung Verfassungsschutz unter Beobachtung? Das wird interessant, das ist jetzt ja auf Seite 53 ab in der Gegend. Da liest man dann, liest und denkt, wann kommt jetzt zum Punkt und dann ist sie wieder vorbei. Die identitäre Bewegung wird als verfassungsfeindlich eingestuft, möglicherweise verfassungsfeindlich ist. Ja, richtig. Dann kommen Begriffe völkisch. Ne? Begriff völkisch wird jetzt interpretiert als Verwendung eines Wortes, das in der Nazizeit verwendet wurde und damit einen Kontext hat und damit eine Zielrichtung angibt. Das heißt, da wird herausinterpretiert, dass die identitäre Bewegung oder die bestimmten Mitglieder deswegen den Nationalsozialismus wiederherstellen wollen. Also lauter so abenteuerliche Ableitungen und das ist der Stand der Dinge. Und auf die Weise versucht man jetzt ganz aktuell, von langer Hand vorbereitet, erstmal muss man ja den Bundesverfassungsschutzpräsidenten Maaßen er ist wieder im Land. Beseitigen, ja, das ist er ja. Ist die Attacke losgegangen gegen die AfD, zwar synchron im Bund und auf der Landesebene, und im Bund hat man es mit folgendem Trick gemacht. Und ich mache es mal schnell andersherum. Es ist im Wahlkampf, merkt man gleich, im Wahlkampf ist, dann geht da was ab. Da war im Jahr 2017, im Frühjahr 2017 hatte die AfD ja Aufstellungsversammlungen für den Bundestagswahlkampf. Ne? Und just am 19. April 2017 gab es die Pressekonferenz vom Landesverfassungsschutzpräsidenten mit dem Innenminister Herrmann, ist er immer noch. Und da haben die, kann man auf Video nachgucken, auf YouTube, da haben die einen bestellten Journalisten von Augsburg gehabt, der hat dann fragen dürfen, der wurde ermuntert zu fragen, ob denn der Bistrom, weil er vorher was zur IB gesagt hat im Parteitag, ob der da beobachtet wird. Und dann war der Dr. Körner, der Verfassungsschutzpräsident, ganz erstaunt überrascht über diese Frage, hat unten in das Fach gegriffen und hat da einen fertigen Bericht da gehabt und hat gesagt, ja, wir beobachten den. So überrascht war er. So, und dann war natürlich klar, das war eine Attacke, ein Einschüchterungsversuch, nicht nur gegenüber der AfD, die jetzt in den Bundestagswahlkampf geht, sondern auch gegenüber dem Wähler. Das ist immer die Nebenwirkung. Und jeder, der ein bisschen nachdenkt, denkt sich, Moment mal, ob der Bistrom beobachtet wird oder nicht, das ist völlig uninteressant. Aber eine öffentliche Bekanntgabe, dass er beobachtet wird, das ist sehr interessant. Das schädigt. Das ist das Eigentliche. Da geht die Einschüchterung davon aus. Und dann, das war die Zeit, da habe ich mich auch eingeschaltet. Vorher war die Sache von anderen, hat es das Problem noch nicht gegeben. Da habe ich mich eingeschaltet und dann Kontakt mit Bistrom aufgenommen und gesagt, das muss man durchfechten jetzt. Und dann wurde geklagt, eine Klage vorbereitet und so weiter. Und dann wurde vor allem geklagt gegen die Bekanntgabe der Beobachtung. Wurde geklagt, festzustellen, dass das ein Rechtsverstoß der Regierung war. Richtig. Diese Klage wurde gewonnen. Allerdings, die Medien haben das wie dargestellt? Andersrum. Bayerische Rundfunk ganz vorne dran. Aber man lernt dazu. Wir haben jetzt den Fall,
im Bund. Im Bund hat jetzt der Präsident des Verfassungsschutzes, Haldenwang, es nicht gewagt, zu verkünden, die AfD wird beobachtet. Das hat er sich nicht getraut. Das ist bei ihm zu all um die Ohren geflogen. Er hätte sofort einen Antrag zum Bundesverfassungsgericht gegeben wahrscheinlich. Wir hatten also Fälle schon. Die AfD hat übrigens bisher mal alle Prozesse gewonnen, ja, in diesen Dingen. Wurde bloß in der Presse nicht so breit getreten. Ja. Da unter vermischtes gemeldet. Ja. Haldenwang hat nur öffentlich erklärt, ein Prüffall. Ein Prüffall heißt, es wird geprüft. Das ist aber der normale Job, der Verfassungsschutz. Dafür ist er da. Es gibt keinen Grund, das öffentlich zu verkünden. Eine öffentliche Verkündung kann also nur einen Zweck haben, nämlich beim normalen Bürger den Eindruck zu erwecken, hoppala, es liegt was vor. Und ich merke es im eigenen Freundeskreis, das ist wie eine Beobachtung. Also der Verfassungsschutz hat, wir beschäftigen uns mit der AfD und damit ist die AfD ein Fall des Verfassungsschutzes. In der öffentlichen Wahrnehmung. Der Stand ist, dass dagegen jetzt, das muss man wissen, wie die Abläufe sind, da muss man erstmal die Gegenvorstellung machen, die ist gemacht worden, also auf eine Abmahnung. Ja? Die AfD, Bundesvorstand, hat eine Abmahnung losgelassen gegen den Verfassungsschutz. Der wurde nicht stattgegeben, ist ja klar, sonst hätte sie gar nicht machen brauchen. Und dann ging eine Klage raus mit dem Sofortantrag zum Verwaltungsgericht Köln. Und da wird in den nächsten Tagen, vielleicht auch Wochen, man weiß es immer nicht, eine Entscheidung kommen. Und die Entscheidung, da gibt es ja dann 5 Instanzen, wenn man will, für die AfD. Man landet am Schluss sogar beim Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg, wenn es vorher nicht anders geht. Aber es ist zu erwarten, dass auf der Verwaltungsgerichtsebene diese Sache schon für rechtswidrig erklärt wird. Und dann hätte die AfD im Bund diese Attacke abgeschlagen. Allerdings wird noch auf anderer Ebene, auf den Unterorganisationen rumgemacht, mit JA und so weiter. Das ist ein bisschen heikler. Will das nicht vertiefen, ist auch was zu sagen. Oder an bestimmten Einzelpersonen. Aber dieser Angriff in Bayern ging es auf die Einzelpersonen, der ist jetzt auch abgeschlagen momentan. Es geht noch um ein paar Einzelpersonen, die in Bezirksgremien, Bezirkstagen sind oder dort kandidiert haben. Da müssen wir uns noch natürlich damit beschäftigen. So, jetzt die Frage noch Beamte. Ja? Beamte. Also die Frage, was ist mit Beamten oder öffentlicher Dienst in Relation, wenn sie Mitglieder sind einer Partei, wird erst relevant, wenn diese Partei wirklich beobachtet wird. Das ist ein offizieller Akt. Dann wird es erst relevant, vorher ist es nicht relevant. Das heißt, das, was jetzt stattfindet bei Polizeibediensteten, bei Polizisten oder sonstigen öffentlichen Bediensteten, denen nahegelegt wird, aus der AfD auszutreten oder wenn es Funktionäre sind, die da blöd angeredet werden im Dienst, wenn die klagen würden die alle aus dem Stand recht kriegen, ja. Es sei denn, sie haben allgemein gegen ihre Beamtenpflichten verstoßen. Also das ist klar, dass man nicht in seiner Eigenschaft als Beamter nach außen für eine Partei auftritt. Das ist die Neutralitätspflicht des Beamten, ja. Das ist klar. Aber das ist nicht das Problem hier. Das Problem ist die reine Mitgliedschaft. So, interessant wird es also erst, wenn es tatsächlich zu einer Beobachtung käme. Die Beobachtung muss ja belegt werden, muss begründet werden. Es müssen Anhaltspunkte da sein für die Verfassungsfeindlichkeit. Und da sind wir halt bei dem Punkt, wie weit kann man es noch treiben, mit Begriffen zu jonglieren. Also diese Vorlage vom Verfassungsgericht, die bei den Rechtsprofessoren und beim normalen Bürger eigentlich zu Recht in die Kritik kommt, die kann man nicht nachvollziehen, da kommen die Willkür rein. Ganz ab. Ich kann willkürlich dann bestimmen, wer verfassungsfeind ist, und das geht nicht. Das bedeutet aber, wenn wir das insgesamt bewerten, hat das Verfassungsgericht es unternommen, unser Grundgesetz, zu elastisieren. Elastizieren oder flexibilisieren oder zum Teil auszuhöhlen. Und jemand, der das tut, an der Machtposition, das ist ein Staatsstreich. Also im Grunde haben wir es mit einem Staatsstreich von zwei Seiten jetzt tun, mit der Regierung sowieso, Regierung Merkel, das Parlament völlig übergehen bei wichtigen Entscheidungen, aber unterstützt vom Bundesverfassungsgericht. Und das ist eine Sache, die mir zunehmend persönlich auch Kopfzerbrechen bereitet, die ich bei genauerem Hinsehen jetzt festgestellt habe und die auch ein Grund ist, dass ich heute hier bin und über sowas spreche. Weil wir rutschen hier in eine gefährliche Situation rein und wir haben dann nichts mehr, wo man sich dagegen wehren könnte. Es sind alle Türen zu. Die AfD ist zwar im Parlament, die AfD hat
kann mir die andere gestellt, nach der Geschäftsordnung und so weiter, aber darüber hinaus ist dann Feierabend. Die AfD hat es nicht in der Hand, wie das publiziert wird. Wird in den normalen Zeitungen wird und in öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern und die AfD gar nicht vor. Wird immer, wenn irgendeine Sache ist, wird nur nicht wirklich, wird in den Nachrichten mitgeteilt, was der Hofreiter gesagt hat. Der ist ganz wichtig. Mein Vater ist der Wichtigste. Und das sieht sauber vor wieder. Das haben wir herausgefunden. Vor allem die FDP oder der Habeck und so weiter. In den Talkshows gleiche. Also man sieht, der Staatsstreich ist eigentlich überall und es gibt jetzt momentan kein Patentrezept. Ja? Wir können nur hoffen, dass vielleicht die Bremse tatsächlich noch auf der unteren Rechtsebene gezogen wird oder dass vom Wähler die Bremse gezogen wird, aber der Wähler ist bisher sehr zurückhaltend. Der lässt uns nicht wesentlich auf über 15% kommen. Da muss ich sagen, haben wir ein Problem, das ich in der Form nicht erwartet hätte. Ja, noch ein paar Worte. Wenn ein Beamter, also angenommen, es würde jetzt die AfD beobachtet werden und ein Beamter, der ist Mitglied, was wäre zu tun? Muss ich sagen, eigentlich gar nichts. Solange er nur Mitglied ist, ist gar nichts. Und wenn er darauf angesprochen wird, kann er sagen, haben Sie an mir was auszusetzen? Oder was haben Sie auszusetzen? Ja, du bist da Mitglied, heißt dann. Und was ist da dann? Dann muss der Gegner erstmal begründen, was dran auszusetzen. Also der Umstand allein, dass der Verfassungsschutz da was in seinem Bericht drin hat, der reicht nicht. Der reicht nicht. Und dann ging es stufenweise so, dass der Beamte sagen kann, ich bin drin in dieser Partei, weil ich für den Bestand des Grundgesetzes und der Bundesrepublik und der freiheitlichen demokratischen Grundordnung eintrete. Und wenn Leute da sind bei uns, die den Anschein erwecken, dass nicht so ist, dann ist es mir ganz wichtig, dass ich denen Paroli biete. Wenn nämlich Leute wie ich, sagt der Beamte, rausgehen, dann kann es tatsächlich passieren, dass die Partei so rutscht und dann nimmt. Also es ist gerade wichtig, dass Leute wie ich auch da drin sind. Wenn er das sagt und auch so einhält, ist kein Kraut dagegen gewachsen. Das ist die herrschende Rechtsprechung in diesen Fragen bei den Verfassungsgerichten. Das habe ich heute noch so recherchiert. So, und dann wäre ich eigentlich jetzt einmal mit meinem Frontalvortrag, ja, ist so lang genug gewesen, mal zu Ende. Und ich stelle mir vor, dass so einige Fragen jetzt kommen. Dass so einige Fragen jetzt kommen. Dass so einige Fragen jetzt kommen. Dass so einige Fragen jetzt kommen.